Sieht ja aus wie Wein. Schmeckt aber ganz anders. Süßer. Es ist nämlich Kirschsaft. Und dem Kirschsaft wird ja auch ein Mythos nachgesagt, dass er nämlich gegen Muskelschmerzen und Muskelkater helfen soll. Ursache ist es, und das kennt ihr vom Rotwein, dem wird ja auch viel Gesundheitliches nachgesagt, der rote Farbstoff, das Resveratrol, was eine bestimmte antioxidative Wirkung hat und vor allen Dingen auch eine entzündungshemmende Wirkung hat. Und wenn wir uns noch mal kurz einfach darüber Gedanken machen, was ist eigentlich Muskelkater, dann hat das ja nichts mit Milchsäure zu tun, sondern Muskelkater entsteht dadurch, dass bestimmte kleine Zerreißungen im Gewebe zu einer entzündlichen Immunantwort führen, weil dort wird geflickt, der Stoffwechsel wird angeregt, es wird Wasser eingelagert, wie eine kleine Entzündung, um die Reparation, die Reparatur insgesamt ganz schnell herbeizuführen. Und diese entzündlichen Reaktionen können, so eine kleine amerikanische Studie, eine winzige allerdings, können durch Kirschsaft in ihrer Wirkung gehemmt werden. Das heißt, die Muskelkaterschmerzen sollen angeblich dadurch nicht so ausgeprägt, ja, beim sich bewegen dann anschließend merkbar werden. Aber ich bin da sehr kritisch, muss ich wirklich sagen. Denn bis wirklich dieser Kirschsaft dort an der Stelle des Muskelschmerzes wirklich ankommt, ist er längst so verdünnt und aufgelöst in seine vielen Bestandteile, ob er dann wirklich dort seine Wirkung entfalten kann, das möchte ich bezweifeln. Vor allen Dingen stellt sich die Frage, wie viel muss ich eigentlich davon trinken, dass wirklich zum Beispiel in der Wade oder in meiner Brustmuskulatur die entsprechende Menge ankommt. Da gibt es viel bessere Methoden, die auch viel schonender fürs Portemonnaie sind, indem ihr einfach, um den Muskelkater wegzutrainieren, einen kleinen Spaziergang macht, um den Stoffwechsel zu aktivieren oder eine Badewanne letztendlich euch volllaufen lasst. Kleines Bad, warmes Bad, auch das kurbelt den Stoffwechsel an. Oder ihr geht in die Sauna und dehnt euch ein bisschen. Das hat sicherlich genauso viel Wirkung. Allerdings, wem schmeckt, der kann es ja mal probieren.